paar Worte für Sven, TV. Stell dich kurz vor. Ich bin Jens Jörmann, an Hajun. Guck mal, ich jetzt. Jetzt geht los. Finale in Berlin. So, Andi, warte. Was ist das denn? Thomas, du bist kein Neuer. Bist du ein Neuer? Ich bin halt alle. Ein Neuer ist in Bremen. Bayern. Ja, ich hab nur eine. Du läufst. Aber die kann man wie Politik. Ja. Kann man immer anders interpretieren. Ja, Herr Albrecht, die Zeit zwischen den beiden. Herr Albrecht, jetzt fängst du aber neu an, du. Das ist dann magisch. Ich fang sofort an. Herr Wutwerker, die Zeit zwischen den beiden Saisons war ja sehr turbulent. Wie froh sind Sie, dass es jetzt endlich losgeht mit der Arbeit? Ja, ich freue mich jetzt endlich darauf zu stehen, wo ich immer hin wollte, also auf den grünen Rasen. Die letzten vier Wochen waren schon sehr, sehr hart, gerade mit im Bereich mit den ganzen Gesprächen, die wir führen mussten und den Planungen, die halt sehr, sehr lange auf Eis lagen, weil ja die Situation beim WSV noch ein bisschen verworren war. Und jetzt bin ich endlich da und kann mit der Mannschaft arbeiten. Wie wollen Sie es bewerkstelligen, auf einer doch zum großen Teil komplett neu zusammengestellten Mannschaft in sechs Wochen eine Mannschaft zu machen, die in den Aufstieg mitspielen kann? Ja, indem ich auf die Eigeninitiative der Mannschaft setze. Ja. Wir haben also in den Gesprächen auf den Charakter der Spieler geachtet und natürlich auf die Qualität, die jeder einzelne Spieler mitbringt. Und da bringt es ganz normal alles schon mit sich, dass jeder Spieler spielen möchte am ersten Spieltag. Und von daher brauche ich dann nur auf die Eigendynamik setzen, die im Training, die ich vorgebe. Und dass jeder Spieler, halt, der hier hingekommen ist, sich einem großen Ziel verschrieben hat und das sicherlich auch gemeinsam erreichen will mit dem Team. Und deswegen möchte jeder seinen Teil dazu beitragen. Und deswegen wird sich, glaube ich, für mich nur die Frage stellen, welche Elf aus dieser Qualität ich wirklich herausfinde. Wie viele Spieler sind noch zu erwarten? Also wir haben jetzt absichtlich mal noch ein, zwei Positionen offen gelassen, wo wir aber auch schon mit diversen Kandidaten in Gesprächen sind. Wer es dann letztendlich werden wird, wird doch die Zeit mit sich bringen, weil ich jetzt wirklich einen Überblick verschaffen möchte, wie die Mannschaft konditionell drauf ist, spielerisch drauf ist. Und da ist momentan kein schneller Handlungsbedarf. Ist das vorwiegend im Offensivbereich, beziehungsweise im kreativen Bereich, sage ich mal? Wir sind in allen Richtungen noch offen. Also sicherlich suche ich noch was für die Defensive, was für die Offensive im Mittelfeld, gerade im Zentrum ist er, glaube ich, sehr, sehr gut besetzt, sodass unser Hauptaugenmerk darauf liegen wird, dass wir vielleicht auf den Außenbahnen defensiv wie offensiv noch was machen. Wer fehlt heute noch von den Leuten, die schon fest sind? Fehlt heute nur der Benjamin Baltes, der unter der Woche noch mal kurz weg war und heute natürlich ein paar Sachen noch erledigen muss mit dem holländischen Verein, Auflösung, also Transfer. Müssen da ja andere Sachen gemacht werden und ist der Einzige, der momentan fehlt. Ich habe gehört, er hat sich eine Platzwunde zugezogen. War das auch bei dem holländischen Verein oder welcher Gelegenheit? Nein, das war nicht bei dem holländischen Verein, aber ist halt passiert. Wo ist ja egal. Am Strand wahrscheinlich. Danke. Super, danke. Hallo, ein paar Worte fürs Fan-TV? Ja. Sagen Sie was. Ja. Zu sich. Ja, erstmal freue ich mich, dass das geklappt hat, dass ich jetzt zur Familie vom Wuppertal SV gehöre. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass wir dahin kommen, wo wir hingehören, nämlich im bezahlten Fußball. Und wie gesagt, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Hoffe auf eine vernünftige und tolle Zusammenarbeit. Okay? Ja, klar. Aber wer nicht dabei ist, ist der Lippens hier. Der Haas ist nicht dabei, ne? Nee.
Das wissen wir. Ach, du brauchst jetzt nicht zu tun. Wir nehmen uns gleich die Pascale, schützt mich vor Regen. Nicht krank. Und Tor! Hast du hingeguckt, Fullback? Super Samu! Rechts, du mal rechts! Montag, wenn ich im kleinen Kindergarten war, das komm ich mal bei dir rein auf den Kaffee. Das will ich mal erklären. Der ist noch unterwegs. Wo ist er? Was ist das? Sagt aber auch was Schönes noch drauf. Das macht er mal, der Puder sitzt da nicht. Es regnet hier so ein bisschen. Und das ist der Jürgen, der kommt immer aus dem August. Leihen jetzt mal, leihen Erik mal deine Mütze. Ja, der Norweger aus Afrika. Das ist auch ein 5-Euro-Fan aus Afrika. Das war's jetzt schon. Interessanter wie ihr Training, ne? Ja, das sowieso. Vor allem gerade mit der. Hallo, WSV Fernradio begrüßt den Reviersport aus Essen. Hallo. Für den TSV.